Hallo und herzlich willkommen zurück zu Black Mirror. Wir müssen hier ein Rätsel lösen. Wie sage ich das jetzt? Vorweg, ich habe mir hier schon ein bisschen was aufgeschrieben. Ich muss gestehen, ich habe mich von diesem Rätsel etwas abschrecken lassen. Ich kam da erstmal gar nicht so richtig drauf klar, weil ich dachte, okay, was will das Spiel jetzt von mir? Was soll ich machen? Ich verstehe gerade erstmal nur Bahnhof. Zumal mir auch Mathe nicht so sonderlich liegt. Jetzt muss ich mal eben gucken, welchen ich hier habe. Und deswegen habe ich mir das erstmal aufgeschrieben. Weil, wie gesagt, ich war erstmal total, oh Gott, völlig erschlagen. Gut, ich versuche das, was ich mir aufgeschrieben habe, so gut wie möglich zu erklären, wenn es keine Logik hat, was ich hier erzähle. Sorry im Voraus. Ich bin nicht sonderlich gut im Erklären. Schön, wie ich hier erstmal meine Schwächen aufzeige. Ja, gut, ist egal. So, wir fangen mal hiermit an. Wir haben hier einige Symbole und ein Plus. Und hierhinter steht eine Zahl, also die 5. So, und diese Symbole entsprechen einer Zahl. Gut, jetzt könnte man zum Beispiel, ich weiß nicht, 2, 1, 2 sind 5. Könnte man machen. Also wir müssen diese Zahlen hier halt herausfinden. So, ich hoffe, ich habe das jetzt gut rübergebracht. Und ja, wie gesagt, könnte man machen, macht aber nicht wirklich Sinn, weil wenn wir hier 2 machen würden, da eine 1. Also sprich, das hier wäre die 2, das wäre die 1. Dann würde das an dieser Stelle hier zum Beispiel. Warte kurz. Ja, einmal drehen bitte. An dieser Stelle hier. Jetzt muss ich mal eben gucken, wo die Stelle war. Dieses hier ist, glaube ich, nicht mehr passen, weil wenn das hier die 2 wäre und das hier die 1, dann hätten wir eine 3 und dann kommen wir nicht auf 4. Also kommt das nicht hin und wir brauchen hier, ich zwitsche jetzt einfach rum, weil ich möchte das schon so gut wie möglich versuchen rüberzubringen. Also brauchen wir hier eine 1, eine 3 und eine 1. Das ergibt 5. Macht dann auch Sinn, wenn wir hier rauf gehen. Nee, warum kann man das denn nicht gleich richtig drehen? Wahrscheinlich stelle ich mich einfach gerade an. Okay, wir gucken einfach ein bisschen seitlich. Das passt. Der Nacken sollte ja noch bei einigen oder bei den meisten fit sein. Das hier wäre dann die 3, das hier die 1, ergibt 4. Macht also Sinn. Genau. Also haben wir diese beiden soweit schon mal herausgefunden. Das hier 3, das hier 1. Okay, da das hier ja die 3 ist, ist das hier dementsprechend auch die 3. Und hier steht ein Plus vor. Es geht mir ein bisschen auf die Nerven, dass es so blöde sitzt, ehrlich gesagt. Und wir müssen auf 9 kommen. Also muss das hier eine 6 sein. Genau, und dann haben wir noch eine Aufgabe. Also 3, 6, 9 ist klar, ne? Hoffe ich. Genau. Und dann hätten wir hier ja auch die 6. Hier steht, wartet ganz kurz. Ich muss mal eben auf meinen Zettel gucken, ob ich das jetzt richtig. Ja, genau. Hier steht eine 2, 6. Also muss das hier eine 8 sein. Ja. Und das sollte es jetzt gewesen sein. Also gehen wir, wenn ich jetzt. Hallo? Wie komme ich denn? Ich will das gar nicht untersuchen. Ich möchte an das Rätsel ran. Warum geht das schon wieder nicht? Untersuchen. Okay, wartet einfach mal eben, dann. Ja, da sagt er ja immer nichts zu. Ach, okay. Nee, nicht okay. Was ist denn jetzt hier schon wieder? Ach, alles klar. Ich habe jetzt ein bisschen länger nicht gespielt. So, und hier stehen die Symbole. Und hier können wir, müssen wir einstellen. Nach oben drehen, nach unten drehen. Warte mal. Nee.
Oben wollen wir, ja. Genau, das hier ist die 3. Das hier ist die 6. Das hier die 1. Und das war die 8, ne? Habe ich gesagt. Ja, so geht's ja auch. Ist ja völlig wurscht. Und damit ist das Ding Mal offen. sehen, was Vater vor seiner eigenen Familie verstecken wollte. Gegenstand hinzugefügt, ja. Das hier geht wahrscheinlich auf die andere Seite rüber, oder? Also ich kann hier zumindest nicht mehr ran. Gut. Das war auf alle Fälle schon mal das Rätsel. Ich hoffe. Ach, entsperren. Ja, passt. Ach, ich dachte an der Seite beim Tisch. Oh. Diese Seite scheint fertig zu sein, aber da muss es noch mehr geben. Oh, welch ein aufwendiges Möbelstück. Ja, ich sag dir das. An der Seite war doch noch ein Schloss, ne? Da habe ich mich dann ja doch nicht geirrt. Hier ist auf jeden Fall gerade nichts mehr. Also, dass ich das untersuche. Wieso kann ich das denn noch weiter untersuchen? Aber hier kann ich doch gar nichts machen, oder? Nö. Also ich sehe gerade nichts Offensichtliches. Oh, das sind ja 3. Okay. Keine Ahnung. Lass ihn noch mal kurz offen. Ne, hier können wir ja auch nicht weiter ran. Hä? Haben wir noch irgendwas im Inventar? Toll, jetzt habe ich gedacht, er wäre fertig und dann ist das gar nicht. Steinfigur, Draht, Schreibtisch, Schlüssel. Was haben wir denn als? Was? Nein, möchte ich nicht. Ach so, okay. Entdecken Sie das Geheimnis des Schreibtisches in der Bibliothek. Ja, das ist unsere Aufgabe. Was ist denn, wenn ich den schließe? Dann kann ich ihn wieder öffnen. Lustig. Wirklich lustig. Okay. Ich weiß gerade nicht so recht, was ich... Ach! Okay, drücken. Sehr gut. Zwei offen. Okay, das ist ja abgefahren. Er braucht immer einen Moment. Deswegen dauert das manchmal ein bisschen länger. Untersuchen. Ich habe keine Ahnung. Hatten wir da einen Hinweis zu? Da drinnen war eben noch ein weißer Knopf. Ich drück mal den weißen. Irgendwas stimmt nicht. Ich würde gerne wissen, was jetzt passiert ist. Ob irgendwas passiert ist. Sterbe ich jetzt? Moment mal, wieso ist da denn jetzt? Der hat das jetzt nicht wieder alles rückgängig gemacht, oder? Irgendwas stimmt nicht. Okay, fuck. Entschuldigung.
Was ist passiert? Steuerung, ne? Na gut. Ja, hier ist wieder ein Schlüssel. Aber ich kann hier auch gerade überhaupt nichts machen. Was also mache ich gerade falsch? Boah, dieser Schreibtisch, ey. Ich kann hier nirgends ran. Was habe ich falsch gemacht? Nee, das hat sich erledigt. Also hier ist nichts. Ich bin verwirrt. Oder warte mal, ich guck mir die Schlange nochmal da drinnen an. Vielleicht ist da ein Hinweis, den ich gar nicht so gecheckt habe. Ich weiß es allerdings nicht. Schwarz, schwarz, weiß, schwarz. Vielleicht muss ich die mehrmals hintereinander drücken. Das mit dem Schlüssel hier verstehe ich nicht, aber ich kann ihn auch nicht nehmen. Zweimal schwarz, einmal weiß, einmal schwarz. Oder umgekehrt. Keine Ahnung. Nee. Irgendwas stimmt nicht. Irgendwas stimmt nicht. Irgendwas stimmt nicht. Aber irgendwas passiert da. Also wenn ich zweimal schwarz mache, geht das nicht. Irgendwas stimmt nicht. Tricky. Irgendwas stimmt nicht. Hier ran. Irgendwas stimmt nicht. Ja. Nee, wenn ich mit irgendwas weiß. Irgendwas stimmt nicht. Wenn ich mit weiß anfange, geht das nicht. Jetzt bin ich hier noch gegangen? Keine Ahnung. Irgendwas stimmt nicht. Ja. Ich weiß nur nicht was. Das ist jetzt gerade mein Problem. Ich dachte, vielleicht muss ich nach den Farben gehen, aber das hat anscheinend auch gar keinen Sinn gemacht. Geh da noch mal rein. Mit weiß anfangen klappt nicht. Dann sagt er sofort, irgendetwas stimmt nicht. Zweimal schwarz, dann sagt das auch. Zu weiß komme ich dann gar nicht. Umgekehrt geht es aber auch nicht. Also ich habe keine Ahnung, ob das so sein muss, ne? Ich weiß es nicht. Ich probiere es einfach nur, weil ich gerade keine andere Idee habe. Ach so, ja, das Spiel braucht ja immer einen Moment. Vielleicht muss ich mir das gleich nochmal angucken. Schreibtischschlüssel. Steht hier noch etwas?
Ja, okay. Nee, das ist jetzt irgendwie nicht so hilfreich. Und das ist auch nicht hilfreich. Davids Mutter. Irgendwas muss ja irgendwo sein. Indien schließen. Nee, das bringt mich auch nicht weiter. Kann ich denn hier noch mal ran an die? Nö. Dann habe ich wohl auch alles Wichtiger. Ey, hier muss noch weg. Ich weiß nur nicht wie. Na, das kann was werden, wenn alle Rätsel so sind. Doch komm. Irgendwo muss doch ein Hinweis sein. Naja, hier drinnen werde ich das garantiert nicht finden. Den Schlüssel beachte ich jetzt gerade mal eben nicht weiter. Ich gehe davon aus, dass er keine Bedeutung hat, sondern dass das einfach nur buggy ist. Kann ich denn hier noch irgendwo was sehen, irgendwas erkennen? Steht Bild. Ist hier noch was? Irgendwas, was ich gerade nicht sehe. Nee. Es muss irgendwas mit den Farben zu tun haben. Nur was? Oder ich muss. Der Schwanz geht rum, ne? Vielleicht anders. Ich habe keine Ahnung. Wie gesagt, ich probiere mich einfach aus. Wir Oh. machen Fortschritte. Danke. Bin ich da nicht gleich drauf gekommen? Der Schwanz ging ja rum. Naja, okay. Ein Schlüssel und eine Notiz Jemand von. macht sich an meinen Gott. Nachforschungen zu schaffen. Ich bin mir sicher. Ganz sicher. Ich kann sie hören, wie sie flüstern und kichern. Sie schleichen herein, während ich schlafe. Hier lauert Gefahr. Ich muss meine Notizen im Herrenzimmer wegschließen. Ich mache mich auf, um diesem Schrecken ein Ende zu bereiten, komme was wolle. David, wenn du dies liest, bin ich tot. Den Mächten, die hier ihr Unwesen treiben, erlegen. Es tut mir leid, dass du in diese Tragödie hineingezogen worden bist. Die Antworten, die du suchst, findest du in meinen Notizen im Herrenzimmer. Nutze sie. Pass auf dich auf. Ich hab dich lieb, Sohn. Ist das der Schlüssel, den Vater gemeint hat? Tja. Ich vermute, das ist der Schlüssel zum Herrenzimmer, oder? Oh, hallo. Du hast mich erschreckt. Tut mir leid. Tut mir so leid. Das wollte ich nicht. Hey, warte! Okay. Wer auch immer der kleine Junge jetzt war. Man darf gespannt sein.
Wo ist er hin? Das weiß ich nicht. Wo soll ich denn jetzt lang? Hier geht's ja hoch. Ja, und an dieser Stelle hat mein Aufnahmeprogramm dann den Geist aufgegeben. Das ist sehr ärgerlich. Das ist mir leider erst beim Bearbeiten aufgefallen. Ich bin dann nochmal, hab dann nochmal geschaut, ob irgendetwas Wichtiges dazwischen kommt. Tut es nicht, also soweit ich es jetzt weiß. Von daher werde ich es einfach so stehen lassen. Sorry, das ist halt Technik, da steckt man nicht drin, so etwas kann passieren. Aber storymäßig sollte alles vorhanden sein, also von daher ist das jetzt nicht ganz so dramatisch. Schöner wäre es natürlich, wenn alles glatt laufen würde, aber wie das immer so ist im Leben. Okay, so viel dazu. Dann, ja, danke fürs Verständnis und fürs Zuschauen. Tschüssi.